So, das hier sind jetzt die Füße. Die werden natürlich noch in der Länge gekürzt. Und so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Hier bestelle ich mir halt dementsprechende dicke Schraubverbindungen. Wenn ich jetzt mal hier das Ding nehme, ich löse das und wir können das problemlos auf der Stelle verschieben. Und das lasse ich dann unten im Holz ein. Natürlich mit Platte. Und dann ziehe ich die Stütze einfach raus. Und dann schraube ich die hier fest. Zwei Umdrehungen, maximal drei. Und ja, man kann ja natürlich ein bisschen fester ziehen. Und jetzt bombenfest. Und so stelle ich mir das vor. Dann einfach wieder lösen. Das ist ja nichts anderes wie quasi so ein Besenstiel. Da muss man ja auch drehen, hochschieben, festziehen. Und das ist eine Alternative. Jetzt mache ich erstmal, wie gesagt, hier weiter. Hier drinnen können wir jetzt mal gucken. Ich habe hier schon so Schaumstoffmatten ausgelegt und die reichen zufällig genau bis da hinten. Nur an den Seiten halt nicht, aber das. Ja, hier sieht schon mal gut aus. Ja, jetzt ist der auf jeden Fall schon mal fest und von innen würde ich dann vielleicht noch so Bolzen reinmachen. Also das sind quasi meine Platten, wo ich mich drauflege. Die sind mir aber noch zu schwer, obwohl das nur 3 mm Hartfaser ist. Hier in den beiden Platten werde ich auf jeden Fall über Löcher reinbohren, damit auf jeden Fall die Platte schon mal leichter wird, aber dennoch die Stabilität hält. Dann habe ich auch wieder ein paar Kilo oder Gramm gespart. Da hätte ich nicht gedacht, dass das Grundgestell hier hält. Auf jeden Fall habe ich mir hier so Füße einfallen lassen. Das sind ganz normale Elektrorohre. Das ist jetzt ein 25er Durchmesser und das hier drin ist ein 20er Durchmesser. Das Ganze werde ich zuerst mal probieren, ob das so funktioniert. Der Vorteil ist natürlich bei diesen Schraubverbindungen, ist jetzt fest. Das ist einfach nur das Rohr angeschliffen, hier reingemacht, mit Epoxidharz verklebt. Und dann haben wir hier quasi Höhen verstellbar. Wenn ich reindrehe, kann ich auch nicht mehr bewegen. Und wenn ich das jetzt mal hier reinschiebe, haben wir genau 0 mm Luft. Das heißt, wir haben eine perfekte Führung. Das heißt, wenn er hier unten rausguckt, haben wir einmal hier in dem Bereich die Stabilität, wenn wir es festziehen und gleichzeitig hier noch am Ende. Deswegen werde ich gucken, wie lange ich den Fuß lasse. Ich werde erstmal zwei Stück bzw. alle montieren und dann mal gucken, wie das hier aussieht. Wäre es hier vorne natürlich noch breiter gewesen, hätte ich natürlich die komplette Länge ausgenutzt. Aber ich werde jetzt erstmal hier ein Loch bohren. Und dann erstmal den ersten Fuß reinschieben und dann mal gucken, wie das so aussieht. Aber mal schauen, wie ich das jetzt hier mache. Das ist wie gesagt erstmal eh nur ein Prototyp. Und also hier habe ich jetzt mal so einen Beispielfuß. Das ist wie gesagt einfach nur ein 25er Rohr. Und hier vorne ist eine M32.
mal 1,5. Die gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Ich habe erst versehentlich größere bestellt. Zeige ich euch mal. Also das hier ist M32. Das passt hierfür perfekt. Dann habe ich hier alternativ noch so Brocken. Aber hier ist natürlich der Durchmesser anders. Hier brauchen wir dann, ja, die gehen halt nur von bis. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, ja, 34. Dann könnten wir ein Gestänge von 30 mm nehmen. Aber das war mir jetzt erstens zu schwer und ja, zu klump auf einer Seite. Ich versuche es, wie gesagt, erstmal hier mit denen. Das hier sind halt M40, M32. Und dann habe ich hier noch ganz kleine gehabt. Das sind diese Standard M20. Und dann habe ich das halt hier mit Epoxidharz draufgeklebt. Und dann sieht das Innengestänge so aus. Das ist halt ein 20er Rohr und das kann man individuell lang lassen. Das habe ich jetzt in dem Falle hier unten mit diesen so erstmal gelöst. Bisschen Tape drum. Dann Spack reingedreht und die halten auch perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Loch ist ein bisschen zu groß geworden. Ich glaube, ich werde mal einen anderen Bohrer nehmen. Ich versuche das jetzt Ganze mal mit so einem Forstner Bohrer. Passt das einfach die Schräge da oben mal an. So, das ist jetzt das erstmal fertige Ergebnis. Die Füße muss ich auf jeden Fall nochmal festmachen. Da muss ich mir was Genaueres überlegen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.